Ja, ich meine, warum nicht? Also mit 16 Jahren so ein Lamborghini mal geschenkt bekommen ist auf jeden Fall. Was ganz basic habe ich damals auch bekommen. Oh mein Gott, nein, sie beschwert sich. Sie beschwert. Sie fängt jetzt nicht an zu weinen wegen der falschen Farbe, oder? Jo, was war denn, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute haben wir mal ein sehr spezielles Geburtstagsgeschenk. Denn sehr viele von euch haben mir ein Video zugeschickt, wo ein 16-jähriges Mädchen einen Lamborghini bekommt. Dieses Mädchen ist sehr reich, sehr verwöhnt. Und die Reaction von ihr und so soll so absolut krank sein, dass wir uns das heute mal anschauen, wie dieses 16-jährige Mädchen einen Lamborghini bekommt und einfach komplett über Kleinigkeiten ausflippt und sonstiges. Deswegen lehnt euch zurück, das wird komplett RIP. Falls ihr noch neu seid, lasst mir jetzt noch ein kostenloses Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten. Vielen Dank an jeden, der hier Teil der absolut krassesten Gang auf ganz YouTube wird. Das hier ist der Abonnent der Woche. Gucken wir mal, was dieses Mädchen zu sagen hat. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind hier in Amerika. Und ein Mann redet mit uns. Alles klar. Okay, wir haben 15 Sekunden von diesem, wirklich, ich möchte nicht auslassen, aber wir haben 15 Sekunden von diesem Video gesehen. In diesen ersten 15 Sekunden sagt ein Vater, er hat seiner Tochter zum 16. Geburtstag einen Lamborghini geschenkt und Augenblick, sie wollte einen Aventador, er hat ihr eine ältere geschenkt. Naja, alles gut, wir respektieren das, jetzt sehen wir ein bisschen von dem Haus, ich meine, wunderschönes Haus, ein paar Kochtöpfe, hier haben wir jetzt die Tochter, glaube ich. Okay. Und sie weiß anscheinend schon so, okay, es ist mein Geburtstag. Irgendwas wird passieren. Lasst das euch einfach nochmal auf der Zunge zergehen, einem 16-jährigen Mädchen einen Lamborghini zu schenken. Bruder, da muss ich aber ganz groß. Da hat jetzt ihr die Schlüssel gezeigt. Jetzt gucken wir mal weiter. Sie lächelt, sie denkt sich, oh mein Gott. Ja, sehr schönes Haus haben die, natürlich ein sehr großes Haus. Jetzt gucken wir mal. Sie denkt sich so, yo, ich bekomme jetzt bestimmt meinen Lamborghini Aventadore. Wir gehen jetzt nach draußen. Jetzt bin ich, wie gesagt, ich bin extrem gespannt. Sie macht die Tür zu. Sie läuft rückwärts, um die Überraschung beizubehalten. Turn around. Sie dreht sich jetzt um. Ihre Reaction auf den Lamborghini. Nein. What? What is that? Nein. It's your car. No, it's not. Yeah. It's, no. You wanted a Lamborghini, so. Aventador, what is that? Was? Euer Vater hat euch einen Lamborghini mit 16 Jahren gekauft, ja? Ich meine, ist ja ein ganz schönes Ding und so, alles super, alles klasse. Sie guckt, auf einmal verzieht sie ihr Gesicht und sagt, was ist das? Ich wollte einen Aventador. Aventador? Boah, wenn die in der normalen Familie aufgewachsen wäre, ihr wüsste ganz genau, was hier jetzt mit dem Gürtel passiert. Also, it's a Countach. Sie beschwert sich gerade. How old is it? Okay, warte, sie fragt. New, is it? Sie fragt von wann. Oh my god, and I wanted it white. Sie beschwert sich über die Frage. Well, I wanted it white. Come. Herzlichen Glückwunsch. An den Vater, herzlichen Glückwunsch, du hast das verzogenste Kind auf der ganzen Welt. Ich kann es einfach nicht glauben, also ich will es nicht glauben. Dieses Mädchen bekommt zum 16. Geburtstag einen Lamborghini, beschwert sich über das Modell vom Lamborghini und beschwert sich jetzt auch noch über die Farbe und sagt, sie wollte einen weißen. 2016 Aventador. No. Get me a freaking dinosaur from the 1920s. It's a good card. Wer kennt ihn nicht? Den guten alten Dinosaurier Lamborghini aus dem Jahr 1920. Also ich pack's überhaupt nicht, ne? Sie gehen jetzt zum Lamborghini. Natürlich, sie sagt, ihre Freunde werden sie auslachen. Ich meine, klar. Wenn man mit diesem Auto in die Schule kommt, dann wird man auf jeden Fall ausgelacht. Okay, okay. Der Vater sagt jetzt, komm, steig mal ein. Guck mal, vielleicht wird dir dieses Auto gefallen. Vielleicht gefällt es dir von innen besser. Ich meine, schaut euch mal dieses wunderschöne Auto an. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt beschwert sie natürlich. Ich meine, klar. Sie beschwert sich jetzt auch noch über die Innenausstattung. Denn diese junge Dame wollte anscheinend auch noch eine schwarze... Keine Ahnung, was Leder-Kombi-Innenausstattung und hat irgendeine andere Kombination bekommen. Ich kann mir das nicht angucken. Okay, komm Mädchen, steig ein. Steig jetzt endlich ein. Steig in diesen Lamborghini. Ich sag's nicht nochmal. Wirklich, Mädchen,
Steig in den Lamborghini ein. Okay, so. Sie öffnen jetzt langsam die Tür. Na los, ich glaube an dich. Du packst das. Na komm. Na komm. Steig jetzt ein. So. Flügeltüren hat das Ganze auch noch. Also, ey. Sie will nicht einsteigen. Will nicht in diesen verdammten Lamborghini einsteigen. Weil, ich meine, klar. Also wirklich, ich verstehe es, weil, wenn er nicht weiß ist und nicht die schwarze Innenausstattung hat, was denkt sich denn der Vater, wer er ist? Also, lieber Vater, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, du solltest wirklich alles nochmal überdenken, weil was fällt dir ein, deiner Tochter nicht nur das falsche Lamborghini-Modell zu schenken, auch noch die falsche Farbe zu schenken und auch noch zu guter Letzt die falsche Innenausstattung. Ich meine, Digga, da hättest du ihr auch gleich gar nichts schenken können. Und jetzt sitzt sie drin. So, gucken wir jetzt mal, was sie dazu sagt. Sie hat jetzt gefragt, wie weit dieser Lamborghini schon gefahren worden ist von ihrem Dad. Er hat 100 Kilometer gesagt. Und jetzt wirft sie den Schlüssel weg und sitzt bockig da und guckt ihn böse an, weil er bereits ungefähr 100 Kilometer diesem Auto gefahren ist. Und sie wollte 0 Kilometer haben. Ich meine, der Vater kackt hier nur noch rein. Zum 16. Geburtstag, meine Damen und Herren, zum 16. Geburtstag, ein Lamborghini mit dem falschen Modell, ein Lamborghini mit der falschen Farbe, ein Lamborghini mit der falschen Innenausstattung und ein Lamborghini, der schon 100 Kilometer drauf hat. Ich meine, dieses Auto kann man wegschmeißen. Das wirklich, was denkt sich der Vater? Die sitzt drinnen. In school and stuff, people like. Er sagt jetzt in der Schule, jeder wird doch sagen, das sieht cool aus. Und sie so, oh yeah, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, sie sitzt drin komplett. Wie kann man in diesem Auto unzufrieden sein? Sie will es einfach nicht. Also ungelogen. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Wenn ein 16-jähriges Mädchen einen Lamborghini geschenkt bekommt und in diesem Lamborghini nicht zufrieden ist, da hätte man dann mal wirklich ein kleines bisschen, alles klärchen, Bruder. Da muss man, keine Ahnung, was die jetzt noch alles sagen wird. Sie ist jetzt drinnen. Der Vater hat, glaube ich, gerade gesagt, er sagt gerade, sie hat immer noch keinen Führerschein. Deswegen sollte sie den erstmal lernen, weil in Amerika darf man ja ab 16 Jahren schon einen Führerschein besitzen. Und jetzt versucht er das Auto quasi ein bisschen gut zu reden. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Er versucht, einen Lamborghini gut zu reden. I thought you'd like this. Okay, ich glaube, sie wollte ganz kurz was raushandeln. Da hat der Dad gesagt, ich dachte, ihr gefällt es. Sie sagt, nö, knallhart. Nö. Vater sagt, das ist eine Ikone aus den 80ern. Und sie sagt, sehe ich aus, als wäre ich von den 80ern. Alles gleich. Da muss man gleich wieder aufstehen. Eine neue kleine Runde. Applaudieren. Vater, du verkackst es dir immer mehr und immer mehr. Also du bist ja wirklich ein ganz, ganz mieser. So. Sie sagt jetzt, du denkst, dass das lustig ist, oder? Schüttel den Kopf und... Der Vater sagt, probier's aus. Sie sagt nein. Der Vater sagt, kann ich es dann haben? Sie sagt nein. Ich meine, klar. Wenn du es nicht haben kannst oder wenn es dir nicht passt, dann darf es trotzdem niemand anders haben, ne? Weil du willst es zwar nicht fahren, aber trotzdem willst du es behalten. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr Sinn. Okay. Der Vater sagt jetzt auch, alright, so. Komm, was soll's, ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich meine, komm schon, er hat so viel gesagt und so drum gekämpft. Wirklich, Leute, das ist so surreal. Er hat gekämpft, dass seine Tochter den Lamborghini akzeptiert, den er ihr zum 16. Geburtstag geschenkt hat. Ich will gar nicht mehr zuhören. Okay, was sagt er jetzt? Er sagt, keine Ahnung, die Sitze, was auch immer, irgendwas ist cool. Sie sagt, nein, sie redet alles schlecht, was man nur schlecht reden kann. Und der Vater sagt wieder, es ist cool. Sie sagt, nö. Es gibt nichts Schlimmeres als dieses Auto. Sie sagt gerade, es gibt kein schlimmeres Geschenk als diesen Lamborghini. Ladies and Gentlemen, ich habe alles in meinem Leben gesehen. Der Vater hat gesagt, er könnte noch in Pink vielleicht eins arrangieren. Sie sagt nein, sie will unbedingt weiß. Wahnsinn. Wahnsinn. I'll fix it. Oh mein Gott, das ist mir passiert. Die Tochter sagt am Schluss, du musst das wieder gut machen. Das geht so nicht. Und der Vater entschuldigt sich, weil er ihr ein Lamborghini geschenkt hat. Nein, ich muss hier ganz schnell weg.
vorbei, einfach vorbei. Der Vater entschuldigt sich, weil er einen Lamborghini, weil er den falschen Lamborghini seiner Tochter geschenkt hat. Da muss ich einfach nur noch aufhören. Wir haben gerade ein Mädchen gesehen, das sich über einen Lamborghini beschwert hat, fast geweint hat und komplett eskaliert ist, weil es die falsche Farbe hat, die falsche Innenausstattung und so weiter. Also wirklich, ohne Witz. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Falls ihr neu seid, checkt das letzte Video ab. Ich muss los. Mein Kopf. Ich muss unbedingt. Unbedingt. Irgendwie. Meinen Kopf wieder klar bekommen. Ciao, Alter.